Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur nächsten Map von Dungeon Defenders Eternity. Wir spielen Hall of Court zusammen mit Akeda auf der Schwierigkeit Insane. Wir haben jetzt auch mal nachgegoogelt. Wir werden Nightmare nicht freischalten, da es das noch nicht gibt. Es ist irgendwie noch nicht richtig implementiert, keine Ahnung. Ich mich jetzt schon ein bisschen auf, ne? Aber naja, was soll's. Da wir sowieso noch leveln müssen, machen wir hier einfach mal mit dem weiter, was wir angefangen haben. Und werden die ganzen Karten mal auf Insane durchprügeln. So, hier hinten waren ja dann keine mehr, ne? Nope. Nur noch da vorn. Ja, fünf Gegner, das ist ja auch. Das ist ja nix, ist ja das. So, ein so. Und noch eine für den zweiten Durchgang. Okay, da vorne stehen auch schon welche. Jetzt noch 240. Was kostet so ein Slice and Dice? 140. Okay, dann reicht das erstmal für eine Seite. Was aber schon mal besser als nichts ist. Da kommt hier genau ins Eck rein. So, und die letzten paar XP-Pünktchen und Manas holen wir uns dann. Wenn die ersten Typen hier durchmarschieren wollen. Hehe. Kommt sie aufs Maul. Bisschen weiter zurück. Außer dein Radius ist nicht groß genug. Dann werden nämlich die hier vorbei sammeln wollen, auch noch erwischt. Genau geplant. Einmal mit dem Messer einen Scheitel gezogen und hier ist Grünkarton. Das ist doch wunderschön. Na, du hässlicher. Oh, Wyvern sind schon unterwegs. Der fällt mir noch nicht so gut. Das heißt, hier wird noch eine Anti-Wyvern-Falle reingestellt. What the fuck? Was ist denn da jetzt durchgekommen? Wahrscheinlich irgendeine Wyvern. Dann wird da auch nochmal eine Anti-Wyvern-Falle hingestellt. So, und dann ist alles gut. So, und der Vollständigkeit halber kommen dann hier auch Slices and Dices hin. Damit ihr die ganzen Ogre und die ganzen ekelhaften Viechers auch schön zerstückelt werden. Ne, da wollen wir sicher gehen. Wir wollen hier genau arbeiten. Tipp, tipp. Überlegen, ob wir da noch irgendwie kleines Präsent für die Ogre hinstellen können, dass die schon weiter vorne erwischt werden. Wir könnten hier noch eigentlich ein bisschen schöne Bälle entgegenwerfen. Das finden die doch bestimmt ganz toll, haben sie das zum Spielen. So. Oh, ich denke, das erste ist es doch soweit gut. Nicht besser als das, was wir schon haben. Na gut. Das sieht auch gut aus.
Eigentlich müsste da noch was hin. Die zwei Harpune werden das nicht ganz hinbekommen. Da und jetzt hier noch eine. Und da noch eine. So, jetzt sollte hier alle schön safe sein. Und die blöden Bogenschützen, die sie da hinten verstecken und auf die Sachen schießen, sind dann auch damit abgedeckt. Kein Mana mehr. Also ein paar Pünktchen haben wir noch. Ich bin jetzt schwer überlegen, ob ich auf meinen anderen Charakter wechsle. Und ein paar Fallen hinstelle, wo die Oger durchlaufen. Ach, ich glaube, das mache ich mal. Also, Mana abwerfen, auf Botti wechseln. Mana aufnehmen. Habe ich schon? Okay. Kiste noch was Schönes? Weniger. Auch nicht so. Okay. Gehen wir mal hinter und bauen dann da so quer drüber. Obwohl, den könnte man eigentlich in die Mitte reinstellen. Wenn ich das nämlich in die Mitte reinstelle, sollte der fette Oger da direkt reinlaufen. Hätte ich mal so gesagt. War ja so klar. Bist du groß an der Tag? Hätte ich einfach, oder? Noch etwas hässlicher, als ich das dachte. So, dann bauen wir mal was hin, dass die nicht da durchkommen. Die Harpune mehr Zeit haben, die Platz zu machen. Ups, falsche. Schaltplan. So, wir brauchen hinter dem mehr Schaden. Ein ganzes Stück hinter dem Schaden, den unsere Fallen anrichten. So, und dann machen wir das hier zweigleisig. Einmal hier. Und einmal da. Dann kommen die ganzen Viecher da auf jeden Fall durch. Oh, 99 von 100 ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Also 4 kann ich noch ausgeben. Dann machen wir das hier hin. So. Und dann nochmal 4 ausgeben. So. Perfekt. Sollte eigentlich passen. Ekelhaften. Ey, was halten denn diese Assassinenschweine aus? Unglaublich. Ey, Wyvern, hallo? Achso, der Spielbug gerade. Super.
Okay, ich glaube fast, dass ich den größeren Charakter wieder brauche. Nee, nee, nee. Und da schätze ich viele Hühner verkommen. La la la. Okay, wir sind eigentlich wieder gut raus. Alter Schwede. So hat sich mal so gut. Mal. So, jetzt geht es nämlich deutlich schneller. Okay, aber schnell ist es auch wieder nicht. Ich auf die Map gucken, da sehe ich aber nichts Neues für uns. Schade. Dass das so lang dauert. Hochfetten geht ja auch recht zügig. Strange. Okay, das wird jetzt etwas haarig, die ganze Aktion. Aber wir müssen schon hinkriegen. Was? Kann ich 100? Ey, Assassine, verreckst du jetzt mal bitte? Danke. Nächste. Ey, diese scheiß Assassinen, da kannst du nicht in Ruhe die Hügel abballern. Ohne dass sie dir die ganze Zeit ihr Schwert durch den Nacken ziehen wollen. Und es auch tun! Drecksvieh! Wo denn ist ein Ober? So was. Alter Schwede, die Runde ist deutlich schwerer als ich vermutet hätte. Oh Gott! Ja, was machst du denn hier? Ich bin schon wieder fast tot, was soll denn das? Fuck. Wo sind die durchgekommen? Ach da. Na sowas! Gut, wir wissen also, mit den Kleinen sollte ich das nicht unbedingt machen. Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, dann probieren wir das vielleicht mal. Da kommen wir nämlich durch die Großen. Hä? Spiel? Was geht denn jetzt ab? So, also auf den Großen wechseln. So. Irgendwas Schöneres zum Ausrüsten? Nö. So, wir tauschen mal nichts, sondern machen das Ganze mit dem Gerossen. Und go! Aber es ist mal eine etwas längere Folge. Weil ich jetzt nicht zwei Folgen auf eine Map verschwenden will. Das ist fast so knapp. Noch ein paar Viecherlein werden es geschafft gehabt.
Ärgerlich, ärgerlich. Hall of Court. Na komm schon. So, 48, okay. Sollte sich auch ein bisschen wehren können. Da sind die Kackbratzen durchgekommen, das hätte ich nicht für möglich gehalten. So, richten wir den ein bisschen nach links aus, von da oben gesehen. Wenn ihr die gleich mit erwischt. Und so. Wunderbar, das sollte schon so klappen. 10, nicht sonderlich viel. Überlegen, ob ich da vielleicht noch so die etwas reinstellen soll, es ist eigentlich nicht so extrem schlau. Na gut. Oder ich stell den Slice and Dice da unten hin. Hä, hey, von was kriegt denn der aufs Maul? Alter. Dreckige Dreckswübern. Ja, jetzt fängt schon wieder gut an, ne? So, das machen wir jetzt anders. Ich stell die Slice and Dices hier rein, dass die Harpunen mehr Zeit haben, die Platz zu machen. Einmal hier. Und einmal hier. Ah, jetzt hat der erste Crystal Core schon wieder gelitten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein! Jetzt darf ich das Richtige klicken. So. Bowlingkugeln. Dann hier noch eine hin. Oh. Oh, dann kann er die Fans einhalten mehr. Das ist schlecht. Naja, was willst du machen? Dann nochmal keine mehr. So, gleich mal dringend hier ordentlich aufwerten. Kein Bock mehr oder was? So, komm nur her, du Kackwiesern, ich warte auf dich. Deine ganze dreckige Sippe. Jawohl, durch die Slice and Dice dort kommen viel weniger hier hinter in den gefährlicheren Bereich. So stehen die eindeutig besser. Sieht das heute schon mal ganz gut aus. Aufwerten, aufwerten. Oh, Level Up, auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, dann ganzen Spaß gleich noch ein Level höher. Hühers. Und hier. Oh, der war schon auf zwei. Na sowas. Okay, haben wir noch zwei Kistchen, aber mit sonderlich viel mehr. Noch zwei, ist auf zwei, ist auf zwei, ist auf zwei. Fangen wir mal an und setzen den auf drei. Sieht halt gut aus. Kommen auch nicht mehr allzu weit vor. Ja, ich denke, es sieht gut aus. Besser als gerade auf jeden Fall. Da wir hier von der Seite die ganzen Viecher nicht mehr reinbekommen. Die dann direkt Druck machen und mit Pfeilen uns angreifen können und so weiter und so fort. Ja, wenig Mana. Ja, dann holen wir uns doch mehr Mana. Das mal drauf. So, wunderbar. Dann halt nicht, ne? Nehmen wir uns halt das Zeug aus den Kisten. So. Mehr Mitspieler heißt, dass es einfacher wird. Außer spawnen dann mehr Viecher. Das wäre natürlich doof. Auf Stern, auf Stern. Der hier ist noch ein bisschen arg niedrig. Ist aber gut, dass die schön fein säuberlich aufwerten. Mezzo, Mezzo, Schwester, Schwester, Mezzo, Schwester, Mezzo, Schwester. So, dann haben wir ein bisschen aufwerten. What? Alter! Kack, Wyverns! Hoppala, da bin ich auf die falsche Taste gekommen. Was geht da los und haut sein Schwert überall durch? So ein Vogel. Komm ich das mal durch so? Okay. So, da ist ja ein Ogre von vorne und einer von hinten gekommen. Okay, wir
müssen hier definitiv noch aufwerten, aber ich habe nicht mehr genug Mana. Sind teilweise nicht auf Level 3. Ah. Gut, dann werden wir uns jetzt drum kümmern müssen. Aber kriegen wir hin. Alter! Ah, jetzt fängt der Käse wieder an. Ogerlein, Ogerlein. Alter! Du kannst mir den Viecher noch übertreiben. So. Ender ist an der Attack. Das ist nicht gut, dass eine Slice und Dice hinüber ist. Ah, und wieder die da vorne. Dann mache ich hier mal eine Slice und Dice. Shit. Ah, puh. Also vorne geht es gerade richtig hart ab. Diese dreckigen Heiler, ne? Eins. Los. Ich muss los. So. Okay, hier hinten scheinen die meisten weg zu sein. Alter Schwede. Ui, das war wieder mal eine knappe Kiste. Aber wir haben die Runde noch geschafft. Oh, Turmschaden. Deutlich höher. Level 51! So, grüne Punkte gibt es leider nicht. Gut, Freunde, aber die Folge ist mehr als nur lang genug. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dungeon Defenders Eternity. Servus, Leute!